Hey Leute, was geht ab? Euer Patreon und heute wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zur 21. Folge Trainerkarriere mit Tottenham Hotspur. Auf jeden Fall seht ihr ja schon hier im Teammanagement, dass meine Spieler ganz schön an Fitnessproblemen haben. Hier Januzaj hat ganz wenig Fitness, Dembélé, ich denke mal, es wird aber ein bisschen besser werden, wenn jetzt hier die zwei Tage noch Ruhe haben. Und dann müssen wir jetzt hier gegen Arsenal ran, Leute, und da muss auf jeden Fall ein Sieg her. Januzaj ist immer noch nicht volle Fitness. Schauen wir einfach mal kurz auf die Tabelle. Arsenal ist auf dem 7. Platz, also. Aber ein Sieg wäre schon wichtig, Leute. Ein Sieg wäre wichtig, dann sind wir wenigstens wieder auf dem 2. Platz. Und das ist schon mal sehr nice. Meiner Meinung nach, Arsenal müssen wir jetzt hier wegklatschen. Zack, gehen wir weiter. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns bei der ersten Szene wieder. Ein Einwurf relativ nah am 16. näher. Auf Eriksen das Ding. Eriksen mit dem Berberspin. Sie gehen mal sehr gut vorbei. Und bekommen keinen Elfmeter. Januzaj ist aber immer noch hier auf der Außenbahn. Januzaj jetzt mit der Flanke auf Soldado. Und der Keeper. Oh mein Gott. Was für eine Glanzparade da von dem Keeper von Chesney. Chesney. Oh, oh. Welbeck mit dem 1-0. Mann. Welbeck mit dem 1-0. War ein schönes Tor, muss man mal lassen hier. Schöner Pass da vom Mittelfeldspieler. Und Welbeck, ja, hätte Horn eigentlich haben können. Dann wäre ein bisschen schneller gewesen. Aber was soll man machen? 1-0 hier, Arsenal. So, da oben ist Depay frei. Depay, Mann. Das gibt es doch gar nicht. Wie kann man denn den nicht machen? Wir kommen jetzt aber wenigstens hier in der Ecke. Komm, Eriksen, bring die Traumecke auf Januzaj. Und der Keeper hält schon wieder Chesney, Mann. Das gibt es nicht, Mann, das gibt es nicht. Und ne, gleich hier die nächste Ecke. Komm, Eriksen auf Kabul. Und die Ecke war aber richtig kacke. Schön von Hygrota. Hygrota, zieh einfach mal ab, Hygrota. Und Chesney ist schon wieder da, Mann. Chesney, das ist wirklich der Spieler des Spiels hier gerade. Kein Abseits. Erik Dohm, Flanke. Und Freirückzieher. Und Chesney, das gibt's doch gar nicht, Mann. Wie kann man denn das halten hier? Abgefälscht von Per Mertesacker und Chesney, einfach unglaublicher Keeper, Leute. Der hält alles. Das Sola und wahrscheinlich das 2-0 noch. Nein. Ja, danach ist aber Abpfiff. Ganz klare Sache, Gasola, Özil und wahrscheinlich noch das 2-0. Zählt uns aber Horn hier in der Partie. Horn hält hier richtig gute Paraden gerade. Und der Abpfiff, Leute. Abpfiff, das kann nicht sein, Mann. Das kann nicht wahr sein. Gomez bei Arsenal. Ganz im Ernst, Leute. 5 Schüsse, okay, war eigentlich ausgeglichen. Ein Punkt war auf jeden Fall verdient, Mann. Ein Punkt war hier verdient. Sehen wir uns bei der zweiten Partie wieder. Oh mein Gott, Leute. Ihr seht es auch gerade. Wir müssen jetzt gegen Liverpool ran. Und da muss ich unsere Mannschaft nochmal motivieren, meine lieben Freunde. Weil Liverpool, da muss ein Sieg, Mann. Da muss ein Sieg her. Da muss einfach ein Sieg her gegen Liverpool. Dann sind da eventuell Erster. Eventuell, sage ich es mal so. Wir müssen aber auf jeden Fall Pogba jetzt raufbringen. Pogba. Den haben wir doch hier, sage ich ja. Pogba für Rose einfach raufgeklatscht. Dann machen wir es so. Januzaj kommt runter. Eriksen so. Dann spielt Eriksen mal da, Depay so, ja, ich stelle ein bisschen was um, vielleicht ist es ja äußert, oder vielleicht ist es ja positiv, Leute, vielleicht ist es positiv, dass da Pogba einfach mal im ZOM steht, weil Pogba, der hat auf jeden Fall einen guten Schuss und das müssen wir ausnutzen und da müssen wir jetzt hier Liverpool einfach mal wegklatschen, eine Niederlage ist auf jeden Fall nicht drin, ein Sieg muss her, Mann, Leute, ein Sieg muss her. Hacke zu Hacke, gehen wir sehr gute vorbei da, weiter auf Pogba. Pogba, zieh einfach mal ab, Pogba! Ja. Schade. Jetzt Paulinho, richtig stark gemacht. Paulinho, mach ihn bitte. Nein, der schießt Dings gegen die Fresse, Kolo Touré. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Eine Ecke. Eriksen, komm, bring eine Traumecke hinein auf Pogba. Mignolet ist da. Walker, vielleicht nochmal aus der Distanz. Kai Walker. Oh mein Gott, Leute, ich fass es nicht. Alter Falter. Kai Walker war abgefälscht, aber scheiß drauf, Leute, Kai Walker, zack. Ich weiß gar nicht, wo der abgefälscht war. Nochmal, Kai Walker hier. Der war abgefälscht an Mignolet, oder? Nochmal, muss ich mal genau hinschauen da.
Der ist einfach an die Schulter von Mignolet. Oh mein Gott, Leute, was für ein Tor. Aber es ist richtig, richtiger, wichtiger Treffer hier. Jawohl, Mann, Leute. 1-0. So muss es bleiben. So muss es einfach bleiben. Kai Walker. Kann er sich endlich mal krönen hier. Nach seiner langen Verletzung. Macht er, schlägt er hier zu. Und in einer ganz wichtigen Partie gegen Liverpool. 1-0, neuer Spielstand. So, jetzt gleich das 2-0 hinterher. Soldado, Leute. Soldado, komm. Soldado, bitte mach ihn. Soldado. Pfosten. Mann, Leute, Pfosten, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Schön gespielt da von Pogba auf Dembélé. Soldado, weiter auf Dembélé und jetzt sind wir durch hier. Jetzt sind wir durch. Dembélé, 2-0. Ja, Moussa Dembélé mit dem 2-0 hier in der 67. Spielminute. Richtig nicer Schipppass, Lobpass da von Roberto Soldado und da macht Dembélé das 2-0 und Mignolet sieht da ganz schlecht aus. Hat da das kurze Eck aufgemacht und kann den Ball nicht parieren und da steht es 2-0. Ein ganz wichtiges 2-0 hier. Und ich denke mal, wir haben jetzt gewonnen, 97. Spielminute, da schafft Liverpool nicht mehr zwei Dinger zu machen. Wenn nicht, stellen wir hier auf sehr defensiv oder auf Abwehr hier, Mauerriegel, keine Ahnung, Mauern da wie Chelsea etc. immer. Auf jeden Fall, neuer Spielstand 2-0. Oh Leute, jetzt macht hier Liverpool ganz offen, glaube ich. Sie haben Daniel Sturridge raufgebracht. Und das könnte eine Möglichkeit sein, das 3-0 zu machen. Pogba, Walker, uiuiui, Jose Enrique. Und jetzt könnten sie hier noch schnell mal kontern. Aber wir stehen da hinten mit 3 Mann, 4 Mann jetzt. Und jetzt kommen sie langsam mal zurück. Aber da oben ist alles frei. Emre Can. Weiter auf Balotelli, Balotelli und Horn. Jawohl, 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 jawohl. 1-2 gewonnen. 1-2 gewonnen, jawohl. Jawohl, Mann. Richtig nice, Leute. Wir haben auch eigentlich gut gespielt, kann man sagen. Aber einer hat Liverpool nochmal richtig rangeklotzt. Kann man so sagen, ich sag so. Eigentlich, ja. Man City hat auch gewonnen. Arsenal unentschieden, aber interessiert uns nicht. Schauen wir mal auf die Tabelle. Wir sind immer noch auf dem 3. Platz. Aber wir haben jetzt ein Spiel weniger als Liverpool, haben aber gleich 4 Punkte. Und Man City hat ein Spiel mehr und hat halt 3 Punkte mehr. Das heißt, wenn er das nächste Spiel gewinnt, haben wir gleich 4 Punkte sind vor Liverpool. Und dann kriegen wir noch einen Meistertitel, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, der Meistertitel ist noch drin. Nächste Folge wieder 2 Spielchen. Ich denke mal, dass ich da eigentlich möchte ich ja Donnerstag meine neue Serie bringen. Welche Serie es ist, Leute, werdet ihr Donnerstag erfahren. Ich würde mal sagen, bedanke ich mich jetzt hier fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein paar Läubchen da oben und dann sehen wir uns ja morgen wieder bei Müll. Haut rein, Leute, euer Pax Raider Tschüssikowski. Ciao.